Das Eisenbahngeschütz Schwerer Gustav ist das bis heute größte mobile Geschütz der Welt. Eine Granate hat einen Durchmesser von 80 cm und wog ca. 5 bis 7 Tonnen. Das Geschützrohr war 32,48 Meter lang und wog 400 Tonnen. Das Gesamtgewicht betrug 1350 Tonnen. Somit war für die Bedienung und Feuerleitung eine Mannschaft in der Höhe von 1500 Mann vonnöten. Personal für die Montage, Reparatur und Tarnung nicht mitgerechnet. Die beiden fertiggestellten Geschütze, deren Bau im Jahre 1937 begann, sollten bei der Zerstörung der Stellungen der Maginot-Linie in Frankreich behilflich sein. Und so kam es nur zu einem einzigen Einsatz im Krieg. Im April 1942 wurde das Dora-Geschütz auf die Krim verlegt und kam bei der Belagerung Sewastopols zum Einsatz. Beide Geschütze wurden noch vor Kriegsende gesprengt und in den 50er und 60er Jahren endgültig verschrottet.